Zur Schonung der Fische sollte man beim Forellenangeln unbedingt die Drillinge an seinem Wobbler durch Einzelhaken ersetzen. Die Bissausbeute ist dadurch nicht viel geringer, aber es ist deutlich schonender und besser für die Fische. Ganz wichtig ist dabei jedoch, auf die Position der Haken zu achten. Zum Wechseln der Drillinge benutze ich eine Sprengringzange. Wir greifen hier rein und öffnen den Sprengring. Dann nehmen wir uns jetzt schon mal unseren Einzelhaken. Wichtig ist, dass der nach oben zeigt. Also halten wir den da genauso hin. Und jetzt drehen wir beide Haken, die wir festhalten, mit der Sprengringzange. Und schon ist der Drilling weg und wir haben hier den Einzelhaken dran. Hier sehen wir jetzt die korrekte Anordnung der Haken. Der hintere Haken, der ist nach oben geöffnet. Das heißt, wenn der Köder bewegt wird, geht der Haken in diese Richtung, nach oben geöffnet. Die Forelle kann da packen. Und auch der vordere Haken mit der Öffnung nach vorne ist so, dass wenn der Köder sich bewegt, immer noch eine Öffnung vorne da ist, um dem Fisch eine Möglichkeit überhaupt zu geben, hier den Haken zu packen.